Ohohoho, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Simon, das hier ist Gameplay Session und ich zeige euch heute ein neues Spiel. Und zwar ein Indie-Spiel, eine Beta um genau zu sein. Und zwar das Spiel Project Zomboid. Wirklich cooles Indie-Spiel. Ob sich das Ganze lohnt oder nicht, erfahrt ihr natürlich auch hier. Im aktuellen Stadium des Spiels gibt es noch keine eigene Story. Die einzige Story, mit der wir uns rumschlagen müssen, ist eben, dass wir sozusagen unser Ende erleben. Das sind auch die Zeilen, die wir am Anfang am Kopf geworfen kriegen. Ansonsten gibt es noch keine Story. Aus der Demo des Spiels kann man allerdings schließen, dass es, wenn es eines Tages mal fertig ist, wohl eine Story geben wird. Aber wie das Ganze dann aussieht, kann ich euch natürlich nicht sagen. Aktuell auf jeden Fall noch nicht. Es wird wohl Haupt- und Nebenquests geben, die wir erfüllen müssen. Also kleinere und größere Aufgaben. Aber wie gesagt, das weiß ich alles noch nicht so und das war jetzt nur Inhalt aus einer Demo. Also wirklich sicher ist das Ganze nicht. Wenn das Spiel schon keine geile Story hat, dann muss es ja wenigstens gameplay-technisch überzeugen. Und das tut es soweit auch. Doch worum geht es jetzt eigentlich im Großen und Ganzen? Eigentlich immer und irgendwie nur ums Überleben. In den aktuell drei Modi, die wir im Hauptmenü auswählen können. Und zwar haben wir einmal den Survival-Modus, der uns in eine vorgefertigte große Stadt schickt oder in ein Stadtgebiet. Um diesen Modus wird es auch hauptsächlich hier in dem Test gehen. Dann haben wir den Sandkasten-Modus, der ähnlich wie der Survival-Modus ist, bloß dass wir so gut wie alles einstellen können, was für Wetterverhältnisse wir haben, was für Zombies wir haben, wie die Zombies überhaupt gestaltet sind und wann der Strom ausfällt. Wir können alles einstellen, wie wir das wollen. Und dann haben wir den Last Stand-Modus. Hier müssen wir ein Haus vor den Untoten beschützen. Wir können es verbarrikadieren und können Gegner abwehren mit mehreren Schusswaffen und Schlagwaffen und versuchen so lange wie möglich zu überleben. Zusätzlich bietet dieses Spiel auch Mod-Support. Aktuell gibt es nur noch keine wirklichen Mods, aber das wird sich wohl auch in naher Zukunft ändern. Ja, und jetzt, wo wir das alles geklärt haben, kann ich ja endlich anfangen und euch erklären, worum es denn wirklich im absoluten Kernprinzip des Spiels geht. Und zwar starten wir als Überlebender, den wir vorher selbst erschaffen haben, also Name bestimmt, Kleidung ausgewählt und Skills verteilt, starten wir in einer vorgefertigten Welt, die eine Stadt mit Umgebung einschließt. Diese ist nicht zufällig generiert, dafür aber die Gegenstände und die Zombies, die sich in den Häusern und drumherum befinden. Ja, und die erste Aufgabe ist eigentlich ziemlich klar: irgendwie überleben und im Laufe des Spiels dann irgendwie sich wieder ein Leben aufzubauen, autark, ohne die Vorräte und Reste der Zivilisation, die wir vorher hatten. Denn wir sind natürlich der einzige Überlebende dieser Stadt, aktuell. Später soll es dann auch noch NPCs geben, die wir treffen können. Aktuell hören wir sie halt nur in der Nachbarschaft rumschießen, Zombies anlocken und all so ein Scheiß. Sehen können wir sie eben noch nicht. Doch was bedeutet das jetzt im Genauen? Anfangs starten wir, wie gesagt, in einem Haus. Das sind meistens beschissene Häuser, die sich schlecht verteidigen lassen und nicht sonderlich viel zu bieten haben. Denn als Überlebende müssen wir natürlich was essen, was trinken, wir müssen einen Schlafplatz haben und wir müssen uns auch irgendwie verteidigen können. Dafür müssen wir eben die Umgebung durchsuchen. Das heißt, Schränke, Regale, Dachböden, all sowas müssen wir durchforsten, um für uns die besten Gegenstände zu finden, mit denen wir uns halt die Nacht herumschlagen können oder allgemein so lange wie möglich überleben können, bis wir dann halt den perfekten Ort zum Überleben gefunden haben. Dabei gibt es immer wirklich viel zu beachten. Einerseits haben wir ja das Problem, das ständige Problem, dass überall verstreut Zombies sind. Die sind ja auch nicht nur draußen, die sind zum Teil auch in den Häusern und verstecken sich da. Das Problem ist, dass wir als Spielecharakter nur das sehen können, wo wir gerade hingucken. Wenn wir jetzt in eine Richtung gucken, können wir nicht sehen, was hinter uns geschieht. Und das können wir auch wirklich nicht im Spiel, das ist ganz geil gemacht. Und natürlich können wir auch nicht durch eine geschlossene Tür durchgucken. Das heißt, es kann passieren, dass man in ein Haus einbricht, dass alles soweit gut klappt, man nicht von Zombies verfolgt wird, dann aber ins Badezimmer geht und auf einmal 20 Zombies in diesem Badezimmer sind. Ist selten, dass sowas passiert, aber es passiert. Und dann ist man meistens ziemlich tot, es sei denn, man ist ziemlich gut im Wegrennen. Und ob man gut im Wegrennen ist, das bestimmt einerseits die Skills, die man sich am Anfang ausgewählt hat, dann die Skills, die man dazugelernt hat und dann, wie klug man auch noch selber ist. Es ist ein bisschen wie in bekannten Zombie-Serien, die Untoten verfolgen einen, auch wenn es langsam ist. Die meisten auf jeden Fall sind langsam, es gibt natürlich auch wieder schnelle, aber die meisten verfolgen einen sehr langsam, dafür aber stetig. Das heißt, wenn man jetzt mal eben 5 Minuten in eine Richtung rennt und dann sich denkt, jo, ich warte jetzt mal 20 Minuten, dann kommen irgendwann die Zombies auch hinterher und fressen einen dann doch noch auf.
Das ist aber nicht das größte Problem in diesem Spiel. Das größte Problem ist eigentlich eher, dass wir immer wieder mit unterschiedlichen Charakteren in derselben Gegend spielen. Wir haben, wie gesagt, diese vorgefertigte Stadt und nachdem man dann so zwei, drei Charaktere gehabt hat, die durch die Gegend gewandert sind, Vorräte überall geklaut haben, sich schön satt gefressen haben, dann fehlen einfach irgendwo die Ressourcen in den ganzen Häusern. Wenn wir uns dann wieder einen neuen Charakter erstellen und der auf die alten Häuser trifft, die ja schon alle leer geraubt sind, dann gibt es für uns da natürlich nichts mehr zu holen. Und so sind wir irgendwann vor das Problem gestellt, dass es nirgendwo mehr was zu fressen gibt, überall sind nur Zombies und wir verhungern, wenn wir nicht anfangen, uns ein bisschen was anzupflanzen. Denn das können wir in diesem Spiel auch. Hört sich erstmal an nach, ich grabe ein Loch und schmeiße ein paar Samen rein und hoffe, dass irgendwas wächst. Das ist es aber nicht. Bevor wir das machen können, müssen wir uns nämlich skillen. Und dafür gibt es Bücher im Spiel. Plus die muss man auch erstmal finden. Zusätzlich gibt es dann auch noch Bücher für Anfänger, für nicht mehr Anfänger, für Fortgeschrittene und für Experten. Und je nachdem bestimmt es natürlich, wie gut unsere Saat dann aufgeht und wächst und funktioniert. Dasselbe gilt auch für das Tischlern. Wir können nämlich in diesem Spiel wirklich eigene Sachen bauen. Das geht von Barrikaden über Wände, Türen. Wir können uns, soweit ich das verstanden habe, sogar wenn es fertig ist, ein eigenes Haus basteln. Treppen und sowas gibt es dafür auch schon. Aber das müssen wir natürlich auch erstmal skillen. Und die Bücher müssen wir natürlich auch erstmal haben. Also rennen wir von Ort zu Ort, von Haus zu Haus, brechen hier ein, brechen da ein, sind immer auf der Suche nach Vorräten und nach Büchern, um uns weiter zu skillen. Und irgendwann stirbt der Charakter dann. Ja, schöne Scheiße. Also neuen Charakter erstellen, wieder alles durchforschen, wieder überall irgendwelche Sachen klauen. Mit ein bisschen Glück treffen wir dann auch mal auf einen alten Charakter und können ihn dann unsere Sachen zurücklooten. Das passiert aber in den seltensten Fällen. Ich glaube, ich habe nicht einmal einen eigenen Charakter wiedergefunden. Es soll es aber geben. Ich will dem einfach mal glauben. Letzten Endes läuft alles darauf hinaus, dass wir versuchen, uns selbst in einem sicheren Ort ein neues Zuhause aufzubauen. Aber es gibt wirklich so viele Sachen dabei zu beachten. Lärm ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Haben wir erstmal eine Schusswaffe gefunden und ordentlich Munition, fühlt man sich natürlich megamäßig stark. Ihr könnt das ja hier im Video sehen, das habe ich auch getan. Und als ich dann angefangen habe, mit meiner Knarre rumzuballern, habe ich gemerkt, dass immer mehr und mehr Zombies kommen. Und das hört auch nicht auf. Ich habe ja gedacht so, ja, ich verballer jetzt mal 40 Schuss und dann steht hier kein Zombie mehr in der Umgebung. Das war aber falsch. Da kommen immer mehr und mehr und mehr. Und dasselbe kann uns auch beim Einbrechen passieren. Natürlich gibt es auch Häuser, die eine Alarmanlage haben. Ist natürlich ganz böse, wenn dann auf einmal in der Nachbarschaft eine große Sirene anspringt und alles ganz laut wird. Dann kommen natürlich auch alle Zombies an. Und natürlich kann auch ein angelockter Zombie ganz, ganz viele Zombies hinter sich herziehen. Deswegen ist es echt wichtig, dass man in diesem Spiel aufmerksam vorgeht. Und wirklich mehr hat dieses Spiel auch nicht zu bieten. Dennoch unterhält das so, wie es jetzt ist, doch schon ein paar Tage. Ich habe jetzt, glaube ich, 18 Stunden gespielt. Es macht mir immer noch Spaß, es ist halt bloß irre schwer geworden, in der Stadt überhaupt noch was zu fressen zu finden. Und ich glaube, dass dieses Spiel enormes Potenzial hat. Und das ist auch der Grund, warum ich euch jetzt hier dieses Video zu dieser Beta zeige. Gameplay-technisch war es das, glaube ich, soweit. Ich habe, glaube ich, alles Wichtige genannt und im Video seht ihr selber, wie das Spiel so ist. Und ich würde sagen, wir kommen einfach mal zum Technikteil. Ja, dieses Spiel hat schon ein paar Stärken. Die eine Stärke ist definitiv, dass es sehr, sehr viele Zombies auf einmal darstellen kann, ohne dass dabei das Spiel großartig in Stocken gerät. Das passiert nur, wenn man nebenbei Fraps laufen hat. Ansonsten legt es echt eine schöne Performance hin. Andererseits liefert es eine richtig gute Atmosphäre ab. Es gibt einfach in diesem Zombiespiel so viele Dinge, die man beachten muss. Es ist nicht nur die Lautstärke und das allgemeine Vorgehen. Man muss auch jedes Mal aufpassen, was man im Haus untersucht und was nicht. Man muss aufpassen, dass man nicht alles frisst, denn wenn wir jetzt natürlich vergammelten Käse aus dem Kühlschrank fressen oder ein Fertiggericht, was nicht gekocht ist, kann es passieren, dass wir krank werden, uns übel wird und wir sterben. Meistens bin ich in diesem Spiel übrigens an Beinbrüchen verreckt und nicht an gegnerischen Zombies. Das lag daran, dass ich einfach nicht weiß, was ich machen soll, wenn ich ein gebrochenes Bein habe. Da steht dann halt immer nur, dass man ärztliche Hilfe braucht. Ärzte gibt es in dem Spiel nicht, also stimmt. Es sind so viele Kleinigkeiten, die dieses Spiel einfach zu was ganz Besonderem machen. Optisch ist es vielleicht nicht die absolute Granate. Hier und da gibt es auch absolute Bugs. Ich bin zum Beispiel mal eine Treppe runtergegangen und statt dass ich die Treppe runtergegangen bin, bin ich aus dem Fenster gefallen. Das sind so Kleinigkeiten, die passieren können. Oder dass die Steuerung mit der Maus nicht richtig funktioniert und wir uns doch der Tastatur behelfen müssen, um, wie hier zum Beispiel sehr oft, durch ein Fenster zu klettern. Das klappt alles noch nicht so, aber ich bin mir sicher, dass das eines Tages, wenn das Spiel dann mal fertig ist, alles klappt und wir hier ein astreines, geiles Spiel erhalten. Und so wie es aktuell ist, kriegt es natürlich auch eine angepasste Wertung, denn es ist nun mal eine Beta und kein fertiges Spiel. Und das ist auch der Grund, warum ich diesem Spiel einfach mal lockerflockig 9 von 10 Punkten gebe, weil ich hier wirklich sehr großes Potenzial sehe und ich hoffe, das seht ihr auch.
Und auch wenn er es wahrscheinlich niemals selber sehen wird, möchte ich nochmal Marshall LP danken dafür, dass er mir dieses Spiel gezeigt hat. Seinen Channel könnt ihr einfach mal besuchen gehen, er ist unter meinen Leuten, die ich abonniert habe, die könnt ihr ja sehen. Ansonsten klatsche ich wahrscheinlich nochmal einen Link irgendwo hier hin. Ja, das war's jetzt von mir. Ihr könnt mir ja mal drunter schreiben, ob ihr das Spiel schon mal gespielt habt und was ihr davon haltet. Oder ob ihr eventuell noch Alternativen zu diesem Spiel kennt, die irgendwie ähnlich sind. Die gucke ich mir dann auch mal an. Und ansonsten war's das jetzt von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.